So, hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Splatfest-Folge. Wahrscheinlich von zwei. Vielleicht kommt heute das Finale am Ende der Folge, welches Team gewinnt und alles. Ich habe keine Ahnung. Es ist immer noch der erste Tag vom Splatfest. Wir gucken mal, wie lang die Folge wird. Wir gucken mal, wie viele Runden drin sind. Vielleicht wechseln wir auch zwischendurch mal die Waffen durch. Ich habe nämlich eigentlich zwei im Auge, die ich heute spielen möchte. Und das Splatfest zieht sich aber so über das ganze Wochenende. Also kommt die Folge vielleicht erst nach dem Wochenende. Ja, auf jeden Fall wird es heute mal eine längere Folge. Einmal auch irgendwie ganz anders vom Format, weil über mehrere Tage mal was aufnehmen und 1000 Runden spielen und gucken, was die besten werden. Ne? Habe ich ja auch nicht so bisher gemacht. Hallo, hallo Arti. Wir sind Level 12 oder sowas. Wir haben hier eine, ja genau, bis Level 13 die Waffen zur Auswahl. Und die zwei Waffen, die ich im Blick habe, sind die 52 Galon und der Fernblaster. Die würde ich beide gerne ausprobieren. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Fernblaster an. Ich glaube, der haut richtig rein. Die Galon war aber auch immer richtig stark, beide. Die Galon mag ich für die Tintenwall. Hier habe ich halt nur eine Haftbombe, mit der habe ich noch nie was getroffen. Mit der werde ich auch nie was treffen. Aber die explodiert ein bisschen größer. Ja, und die Schauwelle ist auch nicht so meine Lieblings-Ult. Das ist eigentlich beides nicht so cool, aber wir fangen mal mit dem Fernblaster an. Let's go. So, ja, ihr seht, der Fernblaster ist ein ganz schönes Gerät. Und ich... One-shottet der? Ja. Wenn man trifft... Tot. Und das ist, glaube ich, so die Meta von den Leuten, dass die halt sehr viel schleichen und dann damit einen One-Shotten. Und wenn man dieses Sprungperk hat in der Kleidung, dann hüpft man, glaube ich, sehr hoch. Aber das habe ich nicht. Und man muss halt auch echt genau treffen. Leichter Tintenwischrollen und Wandsprünge sowie das Zielen beim Feuern im Sprung. Genau, das Perk bräuchte man halt dazu. Aber egal, wir versuchen ja gar nicht nach Meta zu spielen. Wir gucken aber mal, wie viel wir mit unserem Gigablaster hinbekommen. Für Team Werkzeug. Let's go. Achso, ich kann euch noch die Granate zeigen. Granate ist das hier. Sehr langsame Explosion, aber sehr groß und sprüht auch ein bisschen. Und die Ults sind so Druckwellen, über die man drüber springen muss. Diese Spielersuche wird mich wahrscheinlich eh gleich einen Error geben, deswegen... Ja, das macht drei so Druckwellen, die 45 Schaden machen. Ah, Kampf beginnt. Okay. Go. Mal gucken, wie man überhaupt mit der Waffe einfärben kann. Sind noch in der allerersten Runde. Splatfest ist einfach nice wegen Musik auch. Das ist andere Musik, ne, beim Splatfest. Wirkt immer noch ein bisschen stressiger. Direkt. Guck mal, da ist einer genau mit meiner Waffe. Na super. Den will ich mich ja bestimmt anlegen. Versuche hier zu schleichen, aber irgendwie komme ich die ganze Zeit aus meiner Tinte raus. Boah, die Range von dem Ding auch, ne? Crazy. Oh, dann will ich meine Tinte einsaugen. Ich hab ihn. Oh. Den habe ich auch. Oh mein Gott, die Waffe ist echt richtig stark. Ich habe mich da gerade sehr hart vor dieser Ult versteckt und unsere Base ist gar nicht eingefärbt. Aber ich habe halt keine Einfärbwaffe für die Base. Ich kann so gucken, um so ein bisschen einzufärben, aber wie langsam die ist. Die ist halt echt nicht zum Base-Färben gemacht, die Waffe. Aber was will man machen, wenn das ganze Team nicht einfärbt? Scheinbar hat ja keiner eine Waffe zum Einfärben. Und alle nur am Betteln sind. Oder wir wollen einfach nur Krieg führen, scheinbar. Aber von den Farben her ist es ja eh scheinbar zweimal dasselbe Team gegeneinander, ne? What? Wie lebt der noch? Okay. Wollte schon sagen. Ich weiß nicht, wo Gegner sind. Da ist ein Splatana da drüben. Ja, ist ein bisschen weit weg. Und töten. Aua. Ja, man muss echt genau treffen. Ich habe über ihn geschossen und nichts ist passiert. Aber wir können jetzt unserem Teammate... Granate. Granate erinnern. Granate existiert. Granate macht Stress. Yo. Habe ich da überhaupt mit drauf geschossen? Ich glaube nicht. Wo kommt der Roller hinter mir her? Was zur Hölle? Unser Pinsel geht richtig ab. Okay, irgendwer von uns fährt die Base ein. Ist gut. Ich hoffe, mein Teammate kann mich protecten. Nein, kann er nicht. Ich werde sterben. Oh mein Gott, ich habe ihn zuerst getötet. Gamer Moment. Voll erwischt. Wir haben einen Teamvibe. Ja, die kommen hier direkt. Ich will hier einen abfangen. Okay, der ist gestorben. Fange ich doch niemanden ab. Ich
am Campen. Ich schieße so da. Man braucht einen richtig guten Aim mit dem Ding, aber man ist ja eigentlich Gott damit. Ich bin nicht Gott damit, aber ich verstehe, warum das eine sehr beliebte Wahl ist bei so den Zerstörern und unter Splatoon. Oh mein Gott, ich war doch schon unten. Ich habe nicht einmal geultet, ich habe nichts gemacht. Aber für die erste Runde mit der Waffe war es okay. Sehen wir uns in 17 Runden, wenn ich auf einmal Gott bin damit. Wartet ab. Nicht alle töte. Ich weiß nicht. 0,7% verloren. Ja, der ist in die Base da hoch von uns hochgegangen. Und AFK gegangen? Ach, ich hab keine Ahnung. Fehler bei der Datenübertragung. Ah! Jawohl, gegen Team Essen. Die können meinen Schuss essen. Oh. Mal gucken, ob ich meine Ult irgendwie diese Runde zusammenkriege. Schwerste Challenge mit der Waffe. Da ist irgendein Sprinkler-Typ. Wird der abhauen? Okay. Ich hab da, dass der irgendwie so eine Sekunde später stirbt, ist ja auch richtig verrückt. Guck mal, ich mach mal das hier. Ich geh mal jetzt hier hin und setz da mein Feld hin. Einfach um auf die Nerven zu gehen. Gucken wir mal. Der hat auch voll daneben geschossen. Ich liebe diesen Sniper-Gegner. Bitte was? Wieso wird der Kampf nicht gezählt? Das war mal 10 Kampf. Oh mein Gott. Was haben wir denn für Teammates? Oh, Leute, die gut einfärben können. Das freut mich. Bin ich irgendwie so ein bisschen abhängig von mit meinem Gerät. Mein Gerät ist nicht einfärben können. Oh, wie meine genau kurz danach explodiert, ist schade. Ja, ich kann schön die auf Abstand halten, das gefällt mir. Ja. So viel zu Abstand halten, wenn die hier auf die Pelle rücken. Und von rechts auch noch. Lebt immer noch. Nee. Ich habe ihn, okay. Aber... Da hüpft noch einer hin, da will ich drauf schießen. Nice. Und hier ist irgendwo einer mit dem Eimer gewesen. Da ist er. Der Teammate wird ihn ja in den Rücken fallen. Perfekt, ich habe ihn erwischt sogar. Ja, easy. Den habe ich... Oh, direkt ins Gesicht. Ja. Ich mach mal hier meine Ult dann gleich, wenn die kommen. Was einen Eimer tut. Okay, ich habe ihn halt einfach so gekillt. Egal, war lustig. Yo, easy. Easy. Oh mein Gott, aber ich bin gestorben. Durch Lag. Gegner sind schuld. Ah, es war einer in unserer Base. Was haben wir geklärt? Ich hoffe mal zu dem. Wird mich hoffentlich deffen können. Machen wir mal ein bisschen mit Granaten, ein bisschen auf die Nerven gehen. Besonders den da auf dem Dach. So, der wird jetzt hier links runtergehen. Ja. Ah, knapp. Der war fast tot. Ich spür's. Erledigt. Ich bin genau. Sie wissen das. Ja, die haben selber gerade sehr viel Struggle. Okay. Nein, ich bin schon wieder vor dem gelandet. Mach den weg mit seiner Insel. Den habe ich. Und. Das war's. Oh mein Gott, wie kacke. Was ein Durcheinander bei der Runde. Ich sehe Krabbe in der Mitte. Wir haben gewonnen. Jawohl. Punkte für uns. Platz 1 Gesamtleistung. Spüre ich halt gar nicht. Elf Kills hatte ich in der Runde? Okay, die lief scheinbar besser, als ich dachte. Ich hätte gerne meine Stats länger gesehen. Aber kann ich, glaube ich, jetzt, wenn ich auf Fortsetzen gehe, ne? Ja. Boah, viermal gestorben, 11 Kills. Die Waffe ist crazy. Zweimal den Heldenblaster hier dabei. Okay. Ja, ich glaube, der ist aber auch, glaube ich, echt gut, was Einfärben und alles angeht. Wenn der so wie der Stufe 3 Upgrade in der Story ist, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass der praktisch ist. Oh, die Map habe ich noch nie gespielt. Neue Map für mich. Joa.
mach erstmal hier das ganze Grün weg. Das ist ja ekelhaft. Was macht das hier auf meiner Map? Besonders der da. Was hat der auf meiner Map gemacht? Gibt's hier Gegner? Oh, sehe ich keine Gegner. Ah, und bewegen. Oh, ich hab auf den Boden geschossen vor ihnen. Schade. Junior Kleckser. Ist auch ein Flex, den zu spielen. Ich meine, die Schildbubble ist praktisch. Ja. Aber nee. Hatte ich meine Ult? Wäre praktisch gewesen auf jeden Fall. Nice, den haben wir. Und da ist irgendwo so ein Raketenwerfer-Dude. Den haben wir. Ach, schade. Oh, mein Ding markiert die alle auch. Cool. Und tut den allen weh. Jo, ich habe ein paar getötet. Cool. Hier zu dem Teammate da vorne hüpfen. Und vom Färben her klappt gar nicht die Runde. Oh mein Gott. Aua. Das war eine Gallon, oder? Nur Kleckser. Ah. Nun gehen wir in die Gegnerbase weiter rein. Ja. Über die Gegnerbase einfärben. Oh, zwei haben wir weg. Jetzt hier einfach ein bisschen Base klauen. So, ein Schuss und eine Granate. Ah, zu wenig Tinte. Ein kleiner Pixel hat gefehlt. So hat es sich aber die Runde nicht angefühlt. Wenn die gerade. Oh, wir haben gewonnen. Ich wollte gerade sagen, wir haben die eigentlich echt getötet gegen Ende. Na, trotzdem hatten die noch richtig viel eingefärbt. Na gut, einfärben kann ich halt nicht, ne? 8 Kills. Aber ich habe keine Punkte. Ich habe 0 Punkte mit der Waffe. Also ich glaube, fürs Einfärben ist die gar nicht so nice. Waffenstyle erhöht. Um Gottes Willen, nee, habe ich nicht. Okay, ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht, aber ich bin jetzt ein glorreicher Fan und wechsel. Ja, da ganz unten. Also jede Ede sich war... Die kann richtig, richtig gut töten. Ja, aber einfärben fühle ich mich komplett nutzlos mit der. Ich glaube, ich würde die schnellere Version nehmen mit den Verfolgungsgranaten. Die würde ich dann eher spielen. Will ich die mal ein paar Runden ausprobieren? Was ist die Ult? Ist der Schild, oder? Ja, ist der Schild. Der Schild und Verfolgergranaten. Ja, dann klingt irgendwie spaßiger. Schauen wir mal. Ja, gucken wir mal, wie eine Runde damit läuft. Bin ich halt an die andere Range gewöhnt. Das wird so das größte Problem. Aber wir rushen scheinbar erstmal direkt rüber in die Gegnerbase. Der hat noch nicht mal gemerkt, dass ich da bin. Süß. Jetzt bin ich ja auch wieder weg. Der Arme komplett überfordert. Hallo. Camp eure Base ab. Ach, Pinsel. Pinsel, Pinsel. Die sind sehr gefährlich, wenn ich da so nah ran muss und dann nicht treffe. Da ist der Pinsel. Vollgas am Rennen. Aua, aua, aua. Ach. Wie man denkt, man ist ausgewichen, aber dann noch platzt. Online-Netcodes oder Tun beschweren sich ja eh alle und so. Man merkt es an manchen Stellen. Mich stört es jetzt nicht so insane, weil ich einfach mich dran gewöhnt habe. Ja. Oh mein Gott, hier oben zu campen ist insane. Schon wieder der mit seinem N-Zap. Nice. Muss wieder an so eine erhöhte Position und die alle umbringen. Dieser scheiß Pinsel, der mit 800 km/h durch die Map rennt. Ich hab ihn. Ja, da habe ich einen Treffer drin. Ich mach mein Team fertig. Jupp. Dachte ich mir. Jetzt will ich da hoch. Um dann hier lang zu können und dann den Dude abzufangen. Unsere Base rennt. Ja, oh mein Gott, gerade noch erwischt. War gar nicht mein Plan eigentlich. Aber hat sich gerade so angeboten. Okay, Pinsel haben wir. Jetzt ein bisschen in die Nähe pushen.
irgendwie. Und Speedhack? Mein Gott, der eine Pinsel ist so schnell. Ich erschrecke mich immer ein bisschen. Aber ich glaube, wir sollten es gewonnen haben. Ja. Ja, war eine Experience mit der Waffe. Aber Platz 1 Gesamtleistung. Ich glaube, vom Einfärben und allem ist die schon besser. Die Granaten sind auch gut, aber gar nicht gewöhnt. Die Mini-Range. Aber Punkte halt wieder nur 500. Ich habe nur 9 Kills gemacht. Ich weiß es nicht. Das gefällt mir nicht. Hey, mein T-Shirt ist fertig gelevelt. Dann probieren wir mal die Gallon. Da ist er. Gib her die Gallon. Anlegen. Eine Tintenschutzwand. Die muss ich oft nutzen. Ja, die Gallon schießt langsamer, aber der Damage von der müsste richtig krass sein. Und schon, oh mein Gott, wie gut die einfärbt. Oh mein Gott, nach diesem anderen Ding ist Einfärben einfach jetzt ein Segen. Ja, und 2 Kugeln müssen, glaube ich, treffen. Ja, 50 Schaden macht eine Kugel. Also 2 Hits und niemand ist tot. Die ist insane, die Gallon. Die ist richtig cool. Und ich kann dieses Netz vor mich stellen, wo Gegner Schaden kriegen, nicht durch können. Und ich kann nur durchschießen und die Gegner nicht. Das ist meine Granate. Und meine Ult ist die Heulboje. Da kann ich einfach was anvisieren und da schießen dann Laser hin. Genau. Die auch Sachen verfolgen und sowas. Ist auch ganz praktisch, um so ein bisschen Space zu machen zumindest. Die Waffe müsste eigentlich echt gut sein. Ja, den da könnte ich bestimmt treffen. Von hier so. Gerade, ganz gerade nicht. So, ja, das ist die Range. Streut zwar ein bisschen über Range natürlich, aber hey. Im Kampf werde ich wahrscheinlich eher auf die Distanz die ganze Zeit sein, also das passt. Okay, wieder die Map. Die absolute Krieg oben und unten Map. Die ist sehr chaotisch, die Map, aber eigentlich mag ich sie dafür. Ich habe irgendwie öfter gelesen, dass Leute die Map nicht mögen. Aber ich finde sie jetzt nicht irgendwie großartig schrecklich oder so, dass ich sie nicht spielen wollen würde. Oh mein Gott, habe ich... Ja, danke, ich wollte gerade sagen, wann trifft denn endlich der zweite Schuss? Ich muss nur 2 Kugeln treffen und dann schieße ich einfach 5 Minuten daneben. Teamball? Okay. Passiert. Ich hätte halt einfach meine Wand vor mich aufstellen sollen, ne? Das wäre zu smart gewesen. Hallo, was passiert? Ah, da hat einer so einen Roller und hat da hochgeschossen. Ich habe nur Tinte auf einmal auf mich fliegen sehen. Ja, ich hau ab. Hui. Und jetzt stelle ich eine Wand hier, die voll falsch steht. Ja, und er ist da unten. Und die stehen irgendwie meiner Ult? Nee, die Ult tötet nicht, wenn sich jemand bewegt. Ich habe sie in ihrer Base ein bisschen genervt und abgelenkt. Theoretisch okay und praktisch, aber eigentlich hätte ich sie gerne umgebracht. Und mit meiner Wand und so hätte ich das auch gut machen können. Ist eigentlich cool, dass ich mir so spontan so eine Schutzbarriere aufstellen kann. So. Ja, dass da einer ist. Ja, genau. Dann kann ich dann noch easy töten. Perfekt. Oh. Ah, okay, wenn die wie wild auf die Wand einballern, geht sie natürlich kaputt. Gut, das darf ich nicht unterschätzen. Ich würde halt nicht auf die Wand schießen irgendwie, keine Ahnung. Aber natürlich schießen die Gegner drauf. Wenn die mich töten wollen, dann sind die einfach full aggro. Meine Range, so schön. Aber warum fliegt das Ding so weit? Ich wollte auch hinter dem Block gehen. Warum? Ich gucke auf, gerade auf dem Boden und das Ding fliegt 700 Meter vor mich. Kann ich das irgendwie besser werfen? Gerade schon ein paar Mal dran gestorben. Ja, ich werfe mal den Boden ein bisschen wieder ein. Keine Ult für dich. Ja, meine Schüsse regnen ein bisschen. Scheiße für dich. Nice. Jetzt den Rollerboy noch. Nice. Teamvibe. So. Ach, hasse diese Machine Gun. Mach wenigstens, dass wir nicht so viel schießen können wegen meiner Ult. Ich hoffe, mein Team hat viel gemacht. Eigentlich waren gerade alle in der Base. Also wenn mein Team sich einfach nur ein bisschen bewegt hat, ja, dann ist es ein Win. Da ist der easy drin. Oh mein Gott, die Gallon macht so Spaß. Die ist richtig cool. Ich habe erster Abschuss gemacht. Platz 1 Heulboje. Das ist so dumm, so eine Medaille. Yo, du hast als einziger die Ult eingesetzt. Hier, Platz 1 für dich. Du bist der Beste, der mit der Ult. Wir hatten 6 Kills, 6 Tode. Oh, war gar nicht so gut, die Runde. Hat sich aber okay angefühlt. Für die erste Runde mit der Gallon mal wieder. Ich würde spontan sagen, dass der Blaster für die Ranked-Modi besser ist. Weil man da mit Kills mehr erreichen kann als mit Einfärben. Und dass die Gallon für
den Modi besser ist. So, wie werfe ich meine Wand? Ich habe keine Linie, die ich werfe. Es liegt einfach 5 Meter vor mich generell. Jo, ich kann es, also ich kann die nicht so extra hier auf Platz hängen. Wenn ich springe vorher, dann fliegt die noch weiter. Okay, man wirft die einfach immer garantiert so eine feste Strecke scheinbar. Ja. Okay. Verstehe. Man zielt die nicht. Woher soll ich denn wissen, dass es die eine Granate ist, die man nicht zielt? Alle Granaten zielt man sonst. Ja, das lässt sich nicht beeinflussen. So, fliegt immer genau. Okay. Gut zu wissen. Gucken wir mal. Mit der Galon easy win jetzt. Nehme ich erstmal die Base so ein bisschen weiter ein, weil alle aus unserem Team abgehauen sind. Verrückt. Hoch und runter, um euch schön gründlich einzufärben. Ich hole mir einfach mal direkt eine Ult. Warum nicht? So, ein bisschen in die Mitte gehen. Okay, einer habe ich mit dem Ding erwischt. Die anderen sind irgendwie in den Himmel geschossen, die Schüsse. Upsi. So, in. Oh mein Gott, der Damage ist insane. Danke, den unter mir habe ich gar nicht mitbekommen. Kurz erschrocken. Hallo. Da wollte er nie mehr hochschwimmen auf einmal. So, wir schwimmen mal hier. Ja. Da will er. Guck mal, ich kann doch über die ganze Map den abschießen, den Jungen. Der ist schon tot. Egal, was er macht. Ich habe einen Double Kill gemacht. Irgendwie. Ah, zu wenig Tinte. Okay. Ja, was? Hä? Sieh dich. Schwimm einfach. In mich. Ja. Oh mein Gott. Ich habe wieder die Waffe gefunden für mich scheinbar. Der ist da hochgegangen. So ein Weichei. Ah. Ich hätte eine Wand stellen sollen. Ich habe kurz überlegt, aber ich dachte so, nee, den kriege ich. Okay, schön zu dem, der am weitesten hinten ist, springen. Dass ich bloß nicht gesplattet werde, wenn ich spawn. Kein Bock darauf. Dann hole ich... Oh, da soll ich nicht rein. So ein gratis Cola-Getränk. Erfrischungsdrink. Oh, puh. Angst. Hinter uns ist viel eingefärbt. Da. Der wollte schließen. Oh, ich hab den nicht gesehen vor mir. Okay, der pusht da durch. Ich mache hier eine Wand vor den. Perfekt. Und dann nehmen wir die Base von denen ein. Ich denke nicht, dass ich hinter meiner Wand hervorgehe, aber tue ich. Wo ist er denn? Ganz in der Ecke. Joa, bleibst du mal da unten. Ja, ich wusste es. Ich dachte gerade schon so, oh scheiße, ich habe mich lange nicht umgedreht. Wie kann das Match so enden? Ich gehe jetzt dahin und töte 7 Leute. Ich habe einen getötet. Ich habe ihn aber nicht mal gesehen. Bros, push durch. Färbt ein. Ja. Ich kann nicht mal eine Granate werfen, weil... Mein Regen macht bestimmt einen Tropfen hin. Nicht mal. Der fährt nicht mal den Boden. Aber wir haben gewonnen. Gerade so. Ich mache viel zu viel Stress dafür, dass wir gewonnen haben. Ah, Galon. Beliebtes Ziel, Gegnerstadt gefärbt, Gesamtleistung. Ja, was will man mehr? Die fühlt sich so stark an. Wir waren Platoon 2 schon so stark. Ja, 10 Kills, 4 Tode. Punkte könnten wesentlich besser sein. Muss mir einfärben. Ja gut, ich war halt nur irgendwie am Kämpfen und Mindgames machen mit den Gegnern, mit meinen Tintenwänden. Ja, ist da 900 Punkte. Oh mein Gott, der da auf der Insel wird so leiden. Jupp. Oh mein Gott, wie ist der denn allen gedodged? Insane. Piu, piu, piu. Gamer. Obwohl von hier oben ist halt, ich liebe diese Position hier oben allgemein. Halt auch insane. Hallo Sniper. Aber du bist die halbe Map erschossen. Joa. Hey du. Der ist runtergelaufen von der Map, der Arme. Ja, ne? Wollte herkommen. Hallo. Ich hab mich einfach kämpfen. Ah, nein! Mein Schild war eine Sekunde weg, der Sniper hat's genutzt. Oh mein Gott, diese Waffe ist etwas stark. Ja, aber Leute, die kennen, werden bestimmt wissen, wie man die dodgt und sowas. Da kommt der jetzt.
Was macht der mit seinem Disperser? Ich check's nicht. Oh, ich hätte gern geholfen, aber ich war irgendwie scheinbar out of range. Oh, Regenwolke von Teammates hier einfach. Ja, sehr schön. Ist der noch da? Nö, der ist abgehauen da runter. Oh mein Gott, ich will den Roller-Dude. Eins. Und das Perser-Dude. Zwei. So. Da oben ist ein Dude. Noch ein Disperser-Man. So. So, hinten dann für mich. Hier, nimm Pauls. Gegen dein Team. Diese Waffe ist so stark. Für mich einfach wie Gott. Hey. Stopp. Ich kämpfe hier aber die Base zu. Hey, raus da. Weg. Mein Feld. Okay, der will mich einfach nur abkämpfen, der eine Junge. Was macht mein Team da? Warum sterbt die gegen einen? So. Hört auf. Hört auf zu sterben, Team. Wir gewinnen. Ich fühle mich, als würde ich gerade ein anderes Spiel spielen oder als wäre ich irgendwie Matchmaking im Kindergarten. Der Blaster tötet halt einfach alle, die mich angucken. Was soll ich machen? Gewinnen. Scheinbar. Vielleicht bin ich einfach geborener Blaster-Spieler. Oder er ist einfach immer noch genauso stark wie in Splatoon und 2. Ich glaube, im höheren Ranking wird es halt schwer, weil was will ich machen, wenn ein Sniper gut ist? Nix. Ich genieße einfach hier meine 13 Kills. Oh, 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 oh. Was eine Runde. Oh, so viel Erfahrung. Ja, schönen Beitrag habe ich auch gemacht. Noch keine große, krasse Runde gesehen heute. Beim Blaster war ich die ganze Zeit so, oh mein Gott, welche Runde von dem kann ich überhaupt nehmen? Die sind alle irgendwie nicht so geil, selbst wenn ich gewinne. Und hier ist einfach, yo, die Runde ist cool, die ist cool, die ist cool. Guck mal da, der eine hat auch schon wieder irgendein Symbol über dem Kopf. Sieht auf jeden Fall cool aus. Bestimmt irgendwas Tryhard-mäßiges. Okay, den haben wir. Da ist einer neben mir. Oh mein Gott, den hätte ich fast gehabt. Ich habe den Sniper ignoriert. Das war nicht unbedingt meine klügste Entscheidung. Oh, Sniper-Boy. Aua? Hat der auch eine Gallon? Oder warum bin ich... Nee, Heldenwaffe-Replik. Krass. Hat echt schnell getötet. Versuche noch die perfekten Winkel zu finden, um da nach oben zu ballern. So, oh, den habe ich zweimal. Dann finish ich den. Oh, hallo Sniper. Sniper. Hallo Heldenreplik-Typ. So, ich bin ein bisschen runtergefahren. Okay, den haben wir. Was ist da passiert? Ich weiß es nicht. Ich will runter. Angst bekommen. Ach, da oben chillt einer. Cool. Oh, der ist auch tot. Nicht mehr cool. Ich hab den Sprung nicht geschafft. Moment, bin gleich wieder da. Hallo, Typ mit dem Heldenblaster. Tschüss, Typ mit dem Heldenblaster. Wo ist der Sniperman? Da ist der Sniperman. So, kurz alles blocken. Da ist Sniperman. Ja, was sagst du dazu? Komm, ich gegen Sniperman. Ja. Oh, bin in irgendeine Verwirrungsgranate von ihm reingelaufen. Hey du, bist du ult? Cool, tschüss. Gibt's noch einen Gegner? Komm schon. Irgendwo gibt's noch einen. Da ist einer. Ja. Oh mein Gott, der hat mich besiegt. Der ist der Stärkste. Himeno. Herr Wunder, ich habe den die ganze Runde nie gesehen, weil der die ganze Runde da mit seinem Bogen kämpft. Der versucht einfach alles für sein Team zu reißen. Okay, ich push nochmal durch. Ist der Sniperman soll mir nur nicht auf die Nerven gehen. Ich hab die Base mal ein. Das machen sie bei uns bestimmt auch, wenn sie durchpushen. Dann kann ich wenigstens sagen, yo, ich hab deren Base auch. Okay, gucken wir mal. Aber ich habe ihre Base mehr. Ja. Das hätte, sollte reichen. Gemerkt, dass sie am Ende irgendwie gut durchgepusht haben. 700 Einfährpunkte wieder nur. So, eine Runde machen wir noch. Oh Gott, ich bin etwa letzter Platz in meinem Team.
Ach, guck mal, das ist ein ultimativer Werkzeugfan plus 3. Ja, stimmt, man kann den Rang dann, glaube ich, einfach so oft man will weiter hochleveln. Ich weiß nicht, ob es da ein Limit gibt. Finde ich bestimmt auch noch raus, während ich das Video schneide oder so. Yo, einfach in der Base getötet, den einen. Hallo, Snapper. Sehr dreist von mir. Machen wir hier noch so eine Barrikade. Und fährt mal hier ein bisschen ihre... Ah, guck mal. RK-Gameplay will dasselbe machen. Okay, lass ihn. Selbe Idee, dann können wir auch zusammenarbeiten. Einfach alles einfärben, was es gibt. So, wie kommen wir hier hoch? Über die Wandinnenseite, genau. Hallo? Raus aus meiner Base. Finde ich ja gar nicht cool, dass du dich hier rumtreibst. Oh mein Gott, wir haben eine Dreier-Windstreak gleich. Ist einfach alles gut hier. Oh. Okay, meine Tintenmann schützt nicht vor einer Ult. Das hätte ich mir denken können, aber ich... irgendwie vergessen, wie ich reagieren sollte. Ich bin auf dem Schnee geblieben. Ich wollte nicht runter. Aber man kann jetzt auch von der Seite pushen. Und der Bogenschütze hat es gemerkt. Aber auch nicht. Oh mein Gott, sieh ich dumm. Oh mein Gott, die haben halt gar nichts gecheckt. Tut mir richtig leid. Aber die kommen gleich und töten mich. Nein, du kommst hier nicht durch. Ich bin stehen geblieben kurz. Darf ich den irgendwie? Ich glaube, ich kann oben drüber schießen. Okay, ich habe keine Tinte mehr. Kann ich, denkst du, hier warten? Wir wissen, dass ich hier bin, oder? Ich mach das mal ruhig. Der eine ist da sehr viel hin und her gejumpt. Hallo. Schön. Den haben wir. Dann nehme ich das Feld wieder ein. Dann baller ich da wieder rein. Au, au, der hat mich getroffen mit seinem Blaster. Ah, der hat einen anderen Blaster, den Luna Blaster. Ich glaube, der explodiert eher oder sowas. Oh mein Gott, Team. Wenn der überlebt, der eine von meinem Team, bin ich impressed. Der hat eine Ult gestellt, der hat echt überlebt. Nur irgendeiner mit einem Roller ist hier amok gelaufen am Ende. Bitte nicht. Ja, okay, sieht gut. Die Gegner-Base, oh nein, was da passiert? Ach, die Regen-Ult. 63%. Ich habe die meisten Kills und meisten Damage bekommen und Heulboje benutzt. Okay. Aber mal nicht Gesamtleistung bekommen. Ja gut, eingefärbt haben die insane, meine Teammates. Kann ich gar nichts gegen sagen. Hallo, eine weitere Runde mit RK Gaming im Team. Ein mal 10 Kampf. Die haben mehr Mitte, die gewinnen. Ach, RIP. Siegessträhne. Ja, bin ich erstmal fertig für heute mit Aufnehmen. Vielleicht spiele ich noch ein paar Runden. Vielleicht level ich noch da zu ultimativer Fan weiter. Ich habe nur eine Supermuschel bisher bekommen. Gibt es irgendwie... Ich kann das Spiel mal was erklären? Wie kriege ich Supermuscheln? Warum muss ich alles googeln? Okay, hallo. Ich sitze hier gerade am Schnitt von der Folge. Und scheinbar habe ich die Runde, wo ich die Supermuschel bekommen habe, oder wie es auch immer heißt, nicht mal aufgenommen. Man bekommt jedes Mal, wenn man einen mal 10 Kampf gewinnt, eine Muschel. Davon kann man bis zu 10 Stück sammeln und umso mehr man hat, umso höher ist die Chance auf eine mal 100 oder eine mal 333 Runde, die entsprechend so viel Punkte auch bringen. Ja, und ich hatte eine an dem ersten Tag gesammelt. Aber komisch, dass ich da irgendwie nichts zu gespeichert habe. Ich habe nicht mal einen Screenshot davon oder so. Aber wie ich mich beschwere, habe ich in der Aufnahme. Toll. Na egal, weiter geht's. Yo. Willkommen zurück zu Tag 2 vom Splatfest. Guck mal, die Gang steht jetzt da oben. Ist sogar echt wirklich nochmal alles ein bisschen anders. Wir kriegen gleich die Halbzeitmeldung. Aber bevor wir anfangen, ich habe noch ein bisschen hier mit euch zu reden und zu klären. Weil was fällt euch ein? Nein, Quatsch. Ich habe gespielt. Ich habe gestern... Hier, warte, Album. Ich habe gestern noch privat gespielt ein bisschen und ein paar Sachen erlebt, die ich euch zeigen möchte. Nämlich... Oh mein Gott, das wollte ich unbedingt erwähnen. Wir reden nächste Folge über meine Zeichnung. Da hatte ich einen Revierkampf, der richtig gut lief. Hier ist was Splatfest. Guck mal, 1440 Punkte mit der Gallon. Oh, 11 Kills. Aber das Wichtigste war, ich hatte einen mal 100 Kampf.
Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Das war, während ich nicht hier an meinem PC, wo ich aufnehme, war. Ich habe noch ein zweites Setup, wo ich neben meiner Freundin halt chill abends manchmal. Und da habe ich halt ein paar Runden Splatoon auch noch weitergespielt, weil ich schon ein paar Stunden aufgenommen hatte. Ihr seht, ich bin da ultimativer Werkzeugfan, genau. Und da hatte ich mal 100-Kampf und ich konnte nicht aufnehmen. Ich habe einen Clip gespeichert. Hier, der da. Das war ganz am Ende der Runde. Ich habe extra am Anfang der Runde die Base ordentlich eingefärbt, weil ich so Schiss hatte. Mal 100-Kampf zählt so viel wie 100 Runden. Das ist richtig selten, dass man den bekommt. Und ich hatte einen. Ich habe ja, glaube ich, in der Folge drüber geredet. Und wir haben um 0,1% gewonnen, den Mal 100-Kampf. Dafür kriegt man dieses Symbol über den Kopf, worüber ich mich ein paar Mal gewundert habe, wenn man die gewinnt. Und schau, wir machen auch alle so eine eigene Geste, wo wir Finger nach oben zeigen. Richtig cool. Ja, weg. Ich habe noch einen Clip gespeichert, cool. Hier. Das war nach dem Kampf, ich habe nur 4 Kills gemacht und 3 Tore. Ich war richtig schlecht in der Runde. Aber schaut euch einfach mal an, wie viel Betrag ich bekomme. Ich habe 200.000... Oh, ich habe es nicht richtig gespeichert. Ja, ich habe 200.000 Punkte aber drauf bekommen. Auf meine 50.000, die ich den gesamten Tag erspielt habe. Es ist einfach insane, wie viel diese mal 100 Runde gebracht hat. Und es gibt ja auch noch... Ja, habe extra einen Screenshot direkt auch gemacht. Es gibt auch noch eine mal 333er Kampfrunde, nicht 1000. 333 ist das Höchste. Ja. Ansonsten habe ich noch einen Spind von einem Typen gesehen, der alle Regenbogen-Sticker drauf hatte und den Battle Pass fertig und im Ranked Rang S+ ist. Also absoluter Splatoon-Gott. K-League, wer auch immer das ist. Steht ja auch legendärer Gamer. Das ist... Gamer hätte ich halt auch echt gerne. Aber gut, es ist Halbzeit. Schauen wir mal. Ab jetzt kommen die 3 Farbkämpfe. Da habe ich ja auch ein bisschen Bock drauf. Welches Team wird wohl in der Mitte sein? Wer hört mit, wer ist dabei? Wer kapert die Welle? Surimi Syndicate, für euch und für Splatsville, seid live dabei. Anarchy Splatcast beginnt. Oh, ich freue mich. Wundervoll, dann wollen wir mal. Überall und nirgendwo. Maki Mori Mantaro. Ich mag das von denen echt gerne. Das ist besonders eigentlich gar nicht so cool. Das Splatfest läuft und hier das Thema. Was muss auf einer einsamen Insel? Will ein Team am Splatfest run? Ja, habe ich schon. Gut geklackst bisher, liebe Leute. Schauen wir mal, wie es zur Halbzeit steht. Dann mal raus damit, Marco. Der Augenblick der Wahrheit. Aber es ist noch alles drin. Im Moment ist auf Platz 1. Ich halte es kaum aus. Ja, wer ist Platz 1? Es ist... Oh mein Gott, die sind ja richtig knapp vor uns, Team Spaß. Oh mein Gott, das ist einfach nur 0,4%. 4-1. Ich fasse es nicht, dass wir dieses Splatfest nicht längst in der Tasche haben. Du bist letzter Platz, Muri. Halt die Klappe. Weiter so, Team. Was gibt alles? Die Sache ist noch längst nicht gegessen. Jetzt kommt erstmal der Dreifarbangriff. Nur, dass du es weißt. Team Muri ist immer noch voll siegeshungrig. Okay, und jetzt kommen die Arenen und sowas. Das juckt mich nicht. Ja, und es läuft wieder das Splatfest-Lied, was ich in der Demo gehört habe. Beziehungsweise aus dem Vorstellungsding kennen. Kann übrigens, wenn man zoomt, zoomt es, glaube ich, automatisch näher ran, wenn man die sich genau angucken will. Ja. Irgendwie nur für Big Man. Die anderen darf ich nicht so genau anzoomen. Okay. Ja, ab jetzt gibt es 3 Farbkampf. Also alle 3 Teams gleichzeitig auf dem Match. Team Grün. Team Spaß wird jetzt in der Mitte von den Runden sein. Also wird Team Grün gesandwicht, nicht anderes herum. Und es gibt irgendwelche Dinger, die in der Mitte man einnehmen kann, wenn man nicht zu Team Grün gehört. Ansonsten habe ich Level 15 erreicht. Heißt, ich kann hier meinen Spind öffnen. Zack. Sieh mir einen an. Du bist so spritzig wie nie. Also bekommst du einen größeren Spind. Damit hast du mehr Platz für Deko und kannst sogar deinen Spind selbst anpassen. In Hotland, das findest du alles, was du brauchst. Ja, den Spind konnte ich schon immer anpassen. Ja, mein Spind ist ein bisschen höher geworden, weil ich Level 15 erreicht habe. Maximale Höhe, denke ich mal, auf Rang 30 oder so. Aber es ist crazy, diese Leute, die halt... 18 von diesen, da, diesen Sticker hatte irgendwer von allen Waffen auf seinen Spind schon kleben. Ansonsten, zwischendurch, ich habe 7 Kapseln zum Öffnen. Erstmal die Daily-Kapsel öffnen. Da bekommen wir ein Coupon. Sehr schön. Und jetzt habe ich noch 7 Tritonshörner. Ich habe die extra aufgehoben, damit wir hier so ein Lootbox-Opening machen können. Neuen Splash-Tag. Oh, der ist cool. Der ist cool, der gefällt mir. Der ist auch ein bisschen lila. Aber jetzt müssen wir erstmal hier unsere 7 Stück öffnen. Und vielleicht kriegen wir diesen 0,1%-Banner. Dieser goldene, den wir da vorne bei dem Spin von dem anderen gesehen haben. Das ist der Banner, den es gerade diese Season zu kriegen gibt in dem Kapselautomaten. Aber zu 0,1%. Also so richtig, richtig, richtig selten. Und ja. Aber hey, die Season geht ja noch ein bisschen. Sendepausen-Octoling-Soldat.
Okay, ich bin leider kein Octoling, aber danke. Bisschen verwirrend, wenn ich das als Titel nehmen würde. Jo! Cool, mir gefällt der Mülleimer mit dem Tentakel drin. Octolinge sind Trash. Ich krieg hier so Propaganda. Ja gut, meine täglichen Kapseln und meine Angesparten haben jetzt nicht so was Tolles gehabt. Aber, viel wichtiger, hier drüben steht Ketchup. Wie cool ist das denn? Sieht sogar ein bisschen so aus wie das Heinz-Tomaten-Ketchup. Haben sie echt so nachempfunden. Das gefällt mir. Das macht mich glücklich. Ich als Ketchup-Fan. Gab's letztes bei Splatoon 1 oder 2, ne? Ketchup-Mayo. Ja, genau. Man kann jetzt statt Splatfest offen... Es gibt noch Profi? Ich weiß nicht, was Profi... Ich glaube, Profi trägt mehr Punkte bei, aber man kriegt halt allgemein nur bessere Leute als Gegner so teils. Und Dreifachangriff. Genau. Und mein Beitrag bisher zum Splatfest sind 278.000 Punkte. Die 200.000 halt dank der 1x100-Runde, was halt einfach insane ist. Und ich würde sagen, wir spielen... Wenn ich mit der Galon spiele, werde ich wahrscheinlich jetzt Götter kriegen als Gegner. Weil umso mehr man eine Waffe spielt, umso mehr passt sich das Matchmaking bei der Waffe an. Und umso schwerer werden die Gegner, die man bekommt. Ich bin übrigens ultimativer Werkzeugfan plus 1. Das kann man noch... Das kann man sehr viel öfter erhöhen. Man muss halt immer nur diese 999 Punkte sammeln im letzten Rang. Und es steigt dann immer weiter. Soweit ich weiß, gibt es aber nur Belohnungen bis ultimativer Werkzeugfan. Also das weiter zu leveln als plus 0 ist egal. Also ich könnte auch plus 99 da haben und dieselben Belohnungen kriegen, wie jemand, der nur bis ultimativer Werkzeugfan gespielt hat. Wäre sonst ein bisschen sehr grindlastig auch, das Ganze. Genau, aber die Belohnung dafür kriegt man nach dem Splatfest erst. Was ich alles hier erzählen kann, bevor wir überhaupt richtig spielen, ne? Ah, ich bin sehr verliebt in die Galon. Also mit der Galon hatte ich sehr gute Runden. So sehr, dass ich jetzt halt... Ich hatte gestern in der letzten Runde, die ich privat gespielt habe, hatte ich ein Team aus 4 Leuten, die komplett abgesprochen gespielt haben und uns so zerstört haben, dass wir nicht mehr aus dem Spawn... Also die hatten, keine Ahnung, 80% der Karte eingefärbt oder so am Ende. Die haben uns einfach... Wir konnten gar nichts. Seht ihr über meinem Kopf? Da ist das Ding. Das heißt, ich habe einmal mal 100 Kampf gewonnen. Ja, gucken wir mal. Schauen wir mal. Wir haben keinen Dreifachkampf bekommen. Wir gucken gar nichts. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Die Sache ist die, man kriegt nur einen Dreifachkampf, wenn das Matchmaking sagt, du kriegst den. Was irgendwie im Dezember nochmal gefixt wird, dass es doch häufiger passiert. Weil, ja, ich will den Dreifachkampf eigentlich aufnehmen. Die normalen Runden habe ich jetzt genug mittlerweile. Deswegen, ja, sehen wir uns eigentlich in der nächsten Runde, nur wenn ich den töte. Ja, okay, wir sehen uns in der nächsten Runde. Okay, vielleicht nehme ich eine Runde mit. Mal gucken, wie die läuft. Und dann kommt der Cut zum Verloren. So, den töten wir. Dann mache ich die Base. So, jo, nice. Wo sind die? Unten irgendwo. Hihi. Oh, der hat nochmal ein Schild auf mich draufgestellt. Bisschen übertrieben. Aber gut. Wo ist dieser dumme Pinseltyp? Hab ihn. Der ging mir langsam auf den Sack. Und das kam neuer aus ihm heraus? Das hinterfrage ich mal nicht. Aber ich werfe die Base weiter ein. Weil ich sehe, dass wir hier viel Base rechts rausgelassen haben. Zack, 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 zack. Oh, die Galon ist so nice. Kann alles einfärben, die Galon. Die Galon erfüllt einfach alle meine Träume. Ja, ich sehe, mein Team wird ein bisschen zurückgedrängt. Ja, und unser Roller-Main hat die beiden getötet, die in unserer Base waren. Bin so froh. Oder passt alles? Ja. Manchmal die Karte zwischendurch öffnen. Elite-Taktiken. So, die in der Base werden ein bisschen getargetet von meinen Lasern. Viel Spaß. Bisschen Stress. Die färben da schön hoch. Ja, ich glaube, das wird eine gute Galon-Runde. Habe ich im Gefühl. Ich muss halt nur ein bisschen aufpassen vor diesen Roller-Dudes. Aber dafür habe ich ja meine Wände. Und ich bin so ein guter Anker für mein Team, dass es das spawnen kann. Der eine ist sogar echt ins Team von denen rein. Yo, gedodged. Was mache ich hier? Ich weiß es nicht. Die färben wahrscheinlich hier gerade alles ein. Oh, er lebt noch. Ich hätte nicht gedacht, dass da noch einer rumläuft, aber die haben die echt so in der Base gehalten. Ich dachte, die wären echt komplett rausgerannt. Crazy.
Die Runde ist insane. Also das ist die typische Galon-Runde einfach, würde ich sagen. Einfach richtig gechillt die Gegner in ihrem Spawn bekämpfen. Das ist das, was ich aus Splatoon 1 vermisse. Das waren immer die coolsten Runden in Splatoon 1. Was passiert hier? Hilfe. Jo, färbt oben alles ein. Oh mein Gott, wir haben die Team-Vibe am Ende in der Base. Ich glaube, das ist die krasseste Runde, die ich je hatte in Splatoon. 82%! Holy shit, die wurden gelöscht. Die deinstallieren das Spiel. Die weinen. So wie die Runde gestern lief meine letzte, aber andersherum. Die kommen ja gar nicht raus. Oh mein Gott, die Armen. Ich will doch nur ein Tricolor-Match und nicht sowas. Oh, erste Sicht des Tages. Oh, wir haben direkt noch eine Lootbox. Let's go. Ah, guck mal, so halb fertig schon den Rang wieder. Okay. Okay, danke Jojo444. Du warst eine Maschine. Hallo, was ist hier drin? Ein sexy Roman und Pringles. Okay, danke. So, jetzt gehen wir mal Dreifarbkampf, bitte. Ich will das Ding, das neue, das Splatoon 3 Ding spielen. Ne, ich will keinen Revierkampf. Ja, war ein Win, aber wie gesagt, ich will, ne, das andere so. eine normale Runde, weil 4 Leute da sind. Okay. Ja, einfach eine normale Runde. Mal gucken mit der Galon. Kriegen wir hin. Bisschen einfärben. Jetzt könnten wir sterben. Nie im Leben. Ja, mittlerweile habe ich mich echt gut an den Schild und alles gewöhnt. Den stelle ich echt gerne auf. Hey, du da. Wie wär's, wenn du nicht in unsere Base einfärbst? Das würde mir echt viel Freude bereiten. Wie wär's mit einem Schild für dich? Wie einfach dein ganzes Magazin gegenballern muss. Warum schießt er mich nicht tot? So wirklich. Okay, danke. So, jetzt zu unserem Teammate. Die Runde sieht jetzt schon ziemlich gut aus. Ich glaube, da ist gerade ein Gegner runtergefallen. Jupp. Passiert. So, steht das dahin? Oder ich weiß, dass die wahrscheinlich hier rechts lang kommen. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Meine Teammates einfach. Hallo. Vielleicht solltet ihr eure Rücken auch mal checken. Oh, da bleibt einer hin. Aber der wird abgefangen, maybe? Ne, der hat ein Schild gestellt. Smart. Spielt auch, glaube ich, eine Galon. Kann also... Die können doch ihre Runde rumreißen, wenn sie gut spielen. Aber lass ich dazu kommen? Spiele ich nicht einfach besser? Weiß ich noch nicht. Ich will erstmal da mein Schild aufstellen, wenn sie... Lieb ist ja, wenn Gegner sich einfach zurückziehen, wenn man sie einmal anschießt. Ja, ist mir ein bisschen zu viel los. Ja. Ich töte irgendwie nichts, aber meine Teammates sind richtig fleißig dabei. Du da, zieh dich. Die ganze Zeit mich ab. Danke, meine Ult einfach. Richtig schön. Einen habe ich getötet, der andere ist da runtergekommen, aber unser Teammate ist in die Base von denen gerannt. Ja, wir haben Full Vibe. Ich mache mal was ganz Verrücktes. Ich packe mal unsere Base noch ein für noch mehr Prozente. Man fehlt ultra wenig und die sind da vorne, die am richtig bekämpfen. Also solange ich sehe, dass nicht unsere Teammates sterben. 600%, die wir noch kriegen. Und Punkte für mich. Obwohl ich sollte einfach irgendwie. Ups. Ja, wie gesagt, wenn unsere Teammates nicht sterben. Schon sind sie gestorben und lassen hier alles einfärben. Oder geh weg. Da rechts ist ein Sniper. Galon Guy? Sorry. You will die. Boah. Da ist irgendeiner noch hingehüpft. Den habe ich gar nicht mitbekommen. So. Da stehe ich meine Schutzwand auf. Ich gehe da nicht rein, ohne meine Schutzwand. So, das muss noch einfärben. Da kann ich noch einmal rein ulten, alle. Und da färben wir noch ein bisschen ein. Ja, das war doch easy eine Runde. Richtig angenehm. Also Galon-Runden sind einfach eine andere Welt. Dankeschön. Gesamtleistung, 12 Kills habe ich gemacht, habe ich eigentlich gar nicht mitbekommen. Oh, die Punkte, ja. Hallo, ich hatte schon so viele Revierkämpfe, dass ich jetzt schon ein Meme gemacht habe. Irgendwie den Frust rauslassen. Yo, ist das etwa ein Dreifarbkampf? Nein, ist es nicht. Oh mein Gott, es ist passiert.
Gegner sehen ein bisschen... Oh mein Gott, warum muss im Gegnerteam einer irgendwie S-Plus vom Rang sein? Guck mal, da sind wir sind zu zweit. Oh, gegen vier. Ja, das ist ein Dreifarbkampf. Ich muss sehr viel einfärben. Es geht einfach darum, dass Team Grün nicht gewinnt. Also wir können Team Orange, glaube ich, sogar umbringen. Aber es geht eigentlich am Ende nur darum, dass Team Grün nicht gewinnt, die vier Leute. Ja, und in der Mitte gibt es irgendwas, was man einnehmen kann, was richtig viel einfärbt. Und sobald man dieses Signal aktiviert, wird es immer krasser mit der Zeit. Genau. Also mache ich einfach mal da in der Mitte so ein bisschen meine Laser rein und hoffe mal, da ein paar Tod zu kriegen von den Gegnern. Ich hoffe mal, dass die nicht zu sehr auf uns drauf pushen. Hallo? Ich hoffe, dass die nicht zu sehr auf uns drauf pushen. Warte, den Teammate schütze ich. Nee, du snipst da nicht drauf. Mein Teammate beschütze ich. Ist mir egal, ob ich verliere oder so. Ich freue mich einfach nur mal, nach 10 Runden ein Dreifarb-Match bekommen zu haben. Ich müsste halt in zwei Richtungen deffen, was ultra auf die Nerven gehen kann, denke ich. Huch, wo kam der denn? Hat da einer gecampt die ganze Zeit? Scheinbar. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich hoffe mal gleich zu meinem Teammate wieder. Wir hoffen nur nicht gesniped zu werden, aber es sieht sehr... Okay. Mein Teammate kann ja bei mir spawnen, dann ist ja alles gut. Ja. Ja, das halt, ne? Die Sache bei zwei Teams. Ich kann zu diesem Signal gehen und es aktivieren. Die Sache ist die, jedes Mal, wenn man es aktiviert, wird die Aktivierungszeit kürzer. Also es lohnt sich richtig hart, es trotzdem zu aktivieren, auch wenn man stirbt. Das wissen viele, glaube ich, nicht. Ja, aber jetzt wissen wir es. Ich gehe nochmal hin. Einfach immer wieder aktivieren. Und jetzt beim nächsten Mal kämpfe ich vielleicht. So, jetzt schwimme ich ganz schnell vor für meinen Teammate. Ja, Harmon. Wir müssen einfach in der Mitte gegen zwei Seiten verteidigen. Aua. Ja, wir sind halt auch zu viert. Dass keiner zu diesem Signal geht außer mir. Ich glaube, das weiß halt keiner, weil das Match... Weil das noch so neu ist. Aber ich glaube, in der Demo haben es ja viele gespielt. Aber die Zeit zum Aktivieren wird immer kürzer, umso häufiger man das Dings... Okay, einen habe ich gekillt. Zwei habe ich gekillt. Drei habe ich... Oh mein Gott, warum ultest du denn auf mich, Team Orange? Nein! Okay, einer hat es aber berührt, das Signal. Das ist cool. Jetzt hole ich es mir. Meine Chance. Ich hole mir das Signal. Oh mein Gott, wie? Nein, du hast einfach irgendwie random rumgehauen. Keine Chance. Oh mein Gott, nein. Ich will doch nur das Signal haben. Ich will nicht, dass Team Grün gewinnt, auf jeden Fall. Kein Fall. Nee. Ja. Das war schön. Mein einer lila Mate hat auch noch gut eingefärbt. Ich war am Ende zu wenig da. Warum haben die diese Ränder überhaupt? Ja gut, kommen wir schlecht hin, ne? Oh mein Gott, Team Grün hat mit 0,1% gewonnen. Ja, wir sehen uns in 700 Jahren wieder. Team Orange hat nichts gemacht. Muss ich wissen, was Team Orange gemacht hat. Ich habe sie nicht gesehen, die waren auf der anderen Seite. Nach 700 Jahren ein Match. Ich bin noch nur zweimal... Ich habe 4 Kills gemacht, zweimal Signal berührt. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe nicht wohl nicht 2 Kills gemacht, nur... Dreifarbkampf. Ja, Punkte. Okay, ja, und davon hätte ich gerne ein paar Runden eigentlich. Hallo, es ist jetzt Abend der ersten Aufnahme. Ja, ich hatte ein Dreifach-Match innerhalb des Tages, aber ich habe auch nicht super viel gespielt. Ich habe einmal gespielt, halt, bis ich eins gefunden hatte, dann Pause gemacht. Und jetzt spiele ich den Abend nochmal ein bisschen. Aber ja, ich habe eh keine Goals mehr eigentlich für das Platfest. Ich wollte einfach nur den Ultimativ-Rang, den habe ich. Und es gibt auf jeden Fall noch ein Fazit. Aber falls ihr noch ein zweites Farbbattle bekommt, dürft ihr das natürlich sehen. Ich werde mich weiterhin für die Farbbattles anmelden. Ich habe noch eine neue Info zu den Farbbattles, stimmt. Die wurden während der Demo scheinbar so weggeflamed von den Leuten, dass Nintendo gesagt hat, yo, wir reduzieren die Chance auf ein Farbbattle im Hauptspiel, bis wir die neu balancen. Und das passiert erst im Dezember in der nächsten Season. Also, falls ihr jetzt das Event hier gespielt habt und auch nie Farbbattles habt, wie ich, ja, deswegen... Weil die Leute in der Demo sich drüber beschwert haben. Ich finde es eine doofe Lösung. Ich hätte irgendwie
macht Farbbattle einfach noch optionaler irgendwie als Auswahl oder sowas und zwingt keine Leute rein am Ende. Aber lasst die Leute den Modus doch spielen, wenn sie den mal ausprobieren wollen. Ich habe in der Demo auch nur 2 Runden spielen können und wollte eigentlich das Splatfest hauptsächlich für die Farbbattles spielen. Ne? Jetzt kriege ich hier gar nichts. Wo ist mein Team? Was passiert hier? Irgendwie ist alles tot. Wir haben Full Vibe. Wir sind irgendwie alle gestorben. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Ich werfe mal ihre Base ein bisschen ein. Es wäre insane, wenn ich das überlebe. Scheinbar überlebe ich es. Ich wollte nur dem einen Gegner. So. Der saugt meine Tinte auf. Dann werfe ich ein Schild vor ihn, dass er nicht zu mir werfen kann. Ja, schade. Wir haben irgendwie die Mitte gehalten. Spielen wir die Runde? Scheinbar spielen wir eine Runde. Ja, muss man mal bald gucken, was ich spiele, außer der Gallon. Oh mein Gott, alle meine Laser waren doch auf den einen Dude gerichtet. Was soll ich machen? Warte mal, ist der weg? Ist der hier, Gegner? Nö, wo ist der Gegner? Da ist er. Ah. Hallo? Wenn ich jetzt gestorben wäre, an dem hätte ich geweint. Nee, nee, warte, an dir stelle ich mich. Doch, durch. Oh, der Gegner ist umgedreht. Oh mein Gott, was ein Loser. Warum dreht er denn um? Ja gut, er will so ein bisschen die Mitte einfärben, scheinbar. So, ult er auch mal auf alle drauf. So. Ein ganzes Team hüpft zu mir. Ich war scheinbar die Rückendeckung. Okay, unser Team hat die echt ein bisschen geärgert. Ist keiner von denen bei uns in der Base. Keine Ahnung, was das für eine Runde schon wieder ist. Aber mein Team geht ein bisschen zu sehr ab. Wollte ich sogar echt noch hüpfen und mit drauf schießen, ganz dreist. Ich habe nicht mal einen gesehen, bis ich tot war. Ich habe da gleichzeitig... Ah, das war auch eine Gallon. Ja, ich fährt mal unsere Base ein. Ich habe nämlich eine Stelle gesehen, die mir nicht gefällt. Hier, das da. Genau, das kann ich noch einfärben. Und dann will ich die Mitte einfärben. Oh. Auf einmal. Gehen auf einmal ultra ab in unsere Base. Oh, mach ich halt nichts mehr. Ja, konnte landen. Cool. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir haben gewonnen um 1%. Cool. Ja, aber jetzt suche ich nach einem Farbbattle. Let's go. Und dann werde ich das Video nie schneiden, weil es so viele Aufnahmen sind, dass ich gar keinen Bock habe, das alles zu schneiden. Let's go! Hallo, ein 10-fach-Kampf. Den kann ich doch mal mit aufnehmen, mal gucken. Team kommt, gefällt mir. Sehr viele Spray-Waffen. Sehr viel zum Einfärben. Es war kein Sniper und kein MG, was Gegner gut ausschaltet. Aber das müsste ich ja mit meiner Gallon machen. Wenn ich nicht mit Einfärben beschäftigt wäre. So, erstmal die Seite, dann umdrehen und jetzt rückwärts einmal nach rechts laufen. So, und jetzt holen wir auf den, der am weitesten vorne von denen ist. Der Lümmel scheinbar. So, wir fahren jetzt heimlich hier aber mit dem Kreis rüber. Und laufen in den Pinsel. Ich habe gehofft, dass da genau nicht einer ist, aber scheinbar rennen die gerne in ihre Base. Das ist so ein Hammer-Dude. Er ist nicht zu mir gegangen. Okay, dann gehe ich zu ihm. Plötzlich mal. Oh, unser Team hat irgendwie die Mitte dann übernommen. Crazy. So. Liebe mein Schild. So. Ich hab da Tinte gesehen. Ja, da ist einer. Oh mein Gott, ich nicht getroffen hab. Manchmal meine Schüsse so wenig Range. Nice. Irgendwo da ist der Dude. Da unten. Was ist das? Ich gucke einfach mit meinem Laser. Da ist er. Nice. Einfach den Laser als kurzen Mini-Wallhack nutzen und gut ist. Ja. Ist auch richtig nice, wenn wir das hier oben haben. Jetzt hat er es geschafft, hat er kurz rüber zu hüpfen. Crazy. Ich nutze mein Krabbenschild zum Abhauen. Und das auch. Ja, guck mal, jetzt können wir das hier oben gut einfärben.
wage es, hier rüber zu kommen. Er hat es gewagt. Hilfe. Die trauen sich mehr als gedacht. Ja, da über mir lebt noch. Aber ich könnte einmal im Kreis gehen und den dann... Ich hab gesagt, wag es! Hallo? Wie dürftest du überleben? Ja, eben. Also, war zwar nicht mein Kill, aber trotzdem, das war fies. So. Ich mag's hier zu chillen. In der Gegnerbase. Wie sieht die Map aus? Gut. So. Dann stelle ich mir hier ein Schild auf. Okay, Teammate hat einen besseren Schild, da will ich hin. Ich stelle ihm einen guten Schild. Ja! Ja, cool. Waren immer 10 Runden, wo ich einfach nur auf dem Balkon saß. Aber Win ist Win und dafür kriegen wir wieder einen Punkt. Jetzt habe ich wieder eine Chance auf ein mal 100 Match. Oder mal 333. Jeder Sieg für einen mal 10 Kampf gibt so eine Muschel. Aber das ist allgemein mein zweites mal 10 Match, was ich erst gewinne. Ich habe 4 Kills gemacht, einen getötet. Ich war dabei, wie wir gewonnen haben. Ja, 24.000 Punkte ist aber schon... Puh. So, jetzt muss ich so eine Muschel kriegen. Ja, Festmuschel, genau. Und die erhöht die Chance auf diese Ultra-Matches. Ach, wo ich gerade eher aufnehme. Für mich, für meinen Spind gab es die Farbe Schwarz zu kaufen. In dem Katalogladen. Ja, Splatoon Gamers. Gerade wieder mal eine Runde gewonnen. Zwischendurch. Level 70, Katalog Level 40. Ich glaube, ja. 6 Level im Splatfest gemacht. Ist richtig cool. Und Katalog 11 Level, glaube ich sogar. Ich hab's genug, Splatoon, für heute. Ich hab getan, was ich konnte. Wir sehen noch die Ergebnisse natürlich im Video gleich. Ich hole mir nur kurz mal ab, was ich hier noch hab. 3 Stück kann ich noch öffnen. Okay, gucken wir mal, was wir bekommen. Ein Gutschein 1. Ein Gutschein 2. Ja. Und eine rote Kapsel. Ich weiß noch nicht mal, was die Farbe bedeutet. Ein Banner. Ein sehr weißer Banner, der nicht so besonders aussieht. Okay. Wir können hier nur kurz mal reingucken. Ich würde gerne mal in meine Historie gucken. Ich habe mich nämlich gerade gefühlt, als hätte ich richtig... Ja, schaut mal die letzten Runden an. Immer schön weit oben und richtig Punkte gemacht. Ich glaube, ich hatte eine Runde, da habe ich richtig viel eingefärbt vor kurzem. Die hier mit 1300 Punkten war krass. Da habe ich die gesamte Base alleine eingefärbt und danach die Gegner erst getötet und trotzdem noch 5 Kills bekommen und so. Ja, wie viele Punkte habe ich jetzt für mein Team gesammelt? Ich habe 321.000 Punkte für mein Team gesammelt. Das spiele ich auch gerade gleich noch ohne Aufnahme ein, zwei Runden, aber jetzt will ich gerade nicht mehr aufnahme-ready sein. Wir können noch hier kurz Deko abholen und gucken, was ich so an ganzen Bannern und so bekommen habe. So, was kriege ich hier noch für meinen Katalog? Ein T-Shirt, was normal aussieht. Okay, ja genau, und hier gab es den Spind. Habe ich gekauft für 6.800 die schwarze Farbe, einfach richtig günstig. Jetzt hätte ich die Quadhopper freigeschaltet, die ich mit meiner Goldkarte gekauft hatte. Ja, nice. Ja, bis Level 20 kriegt man pro Level 2 Waffen und dann kriegt man nur noch pro Level 1 Waffe neu. Boah, aber die werde ich halt nie alle spielen. Ja, aber echt verrückt, dass ich jetzt nochmal 1-2 Stunden spielen konnte und keine einzige Runde Dreierfarb-Match bekommen habe. Ich habe einfach heute eine Runde. Ja, eine Runde Dreierfarb-Team-Match bekommen. Ich hoffe, im Dezember kriege ich mehr, weil ich... Ich habe den Modus halt in der Demo auch nicht wirklich mitbekommen, weil ich dann in diesem Team war, was einfach gesandwiched wurde die ganze Zeit. Und es meine allerersten Runden Splatoon waren. Ich wusste noch nicht mal, was ich mache und was abgeht. Ja, ein bisschen enttäuscht. Aber wir sehen uns gleich mit einem Gewinnerteam wahrscheinlich. Da di ba 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 bo bo. Guten Tag, Zombie, 2 Uhr nachts meldet sich. Das Splatfest ist offiziell vorbei. Die Nachrichten bitte. Und ausgeklickt, ihr Süßen. Das Splatfest ist vorbei. Spritzig was, Leute. Danke an euch alle. Aber welches Team hat denn nun gewonnen? Moment, Moment. Das dauert noch ein wenig. Ja, es kommt ja später, glaube ich. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Arenen. Ja, ja, mehr ist nicht. Um 2 Uhr nachts. Ich glaube, 16 Uhr am nächsten Tag oder so. Macht Beute, Leute.
Alles ist wieder normal. Wo ist mein T-Shirt hin? Hilfe. Ich hatte gerade noch so eine Tritonsmuschel, die wollte ich abgeben, bevor es vorbei ist. Oh, ich darf die noch abgeben, jawohl. Fake-Fragmente, yo. Und das. Ach stimmt, es ist 2 Uhr nachts auch, neue Daily. Erstklassige Maske. Oh, Manu wird sich freuen. Aber er hat noch nie, glaube ich, Splatoon gespielt. Und ein paar Aufkleber für die Daily Box. Okay, danke. Aber was ich euch gerade noch zeigen kann, es ist insane. Ich habe 36 zu 10 meine Win-Quote. Ich hab aber nur noch gewonnen hier am Ende. Ich hatte eine Win-Streak von so 20 oder so zwischendurch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 18 Stück. 18 Runden hintereinander gewonnen. Und danach eine verloren und dann wieder 5 gewonnen direkt. Ja, wie viele Punkte habe ich gesamt beigetragen? Sehe ich nicht mehr, ne? Nee. Ich hatte irgendwie so 350.000 oder so am Ende. Ja. Aber gut, wir sehen uns beim Ergebnis. Guten Morgen. Es ist 11 Uhr für mich, aber... das Ergebnis vom Splatfest kam um 4 Uhr nachts. Nee. Ich wäre nicht bis 4 Uhr wach geblieben. Ich habe es gestern Abend noch gesehen. Ich war ja um 2 noch wach. Habe bis dahin gespielt, bis es vorbei war. Eine Runde Dreifarbkampf gehabt an den gesamten Tag, am gesamten Sonntag. Schauen wir mal. Welches Team hat gewonnen? Hört mit, wer ist dabei? Wer kapert jetzt die Welle? Ich bin gerade aufgestanden, ne? Tsurumi Syndicate, für euch auf Splatsville, seid live dabei. Hallo, hier ist Splatless. Ich freue mich. Wie immer. Wundervoll, dann wollen wir mal. Überall und nirgendwo, Makumori Mantaro. Wer hat gewonnen? Achtung, wichtige Neuigkeiten. Hm, warum bist du so aufgeregt? Die Splatfest-Ergebnisse sind da. Oh, auf die habe ich schon gewartet. Na, dann wollen wir mal. Wir beginnen mit der Aufwärmphase. Die meisten Tritons hören hart. Hier, Spaß. 10 Punkte bekommen. Wow, kann man nicht meckern. Weiter, welches Team hat die meisten Stimmen bekommen? Und es ist 60% der Stimmen. Deswegen habe ich nur gegen Team Werkzeug die ganze Zeit gespielt. Okay, ja, es ergibt ein bisschen Sinn. Cool. Ergibt sehr viel Sinn, ja? Das gibt's doch nicht. Was kommt jetzt? Sag schon. Sehen wir uns jetzt die Beiträge in den offenen und Profikämpfen an. Gleichzeitig? Ich weiß nicht, ob ich das verkrafte. Ach so, das sind zwei verschiedene Stats sogar. Der Profi habe ich halt keine einzige Runde gespielt. Schauen wir mal. Ah ja, aber die offenen zählen mehr als Profi. Ja, und okay, ja, es ist, okay. Oh mein Gott, wir haben zweimal Punkte gemacht. Richtig strong. Aber ich verstehe, warum Spaß bei Profi am meisten Punkte hat. Weil, wenn man als Team Spaß in die normale Playlist geht, kommt man in die Dreifarbkämpfe und ist in der Mitte und wird gesandwiched. Wenn man aber in die Profi-Playlist geht, kriegt man diesen Modus garantiert nicht. Also es ergibt irgendwie Sinn, dass Team Spaß am meisten in der Profi-Playlist unterwegs war und da auch am meisten gewonnen hat. Cool. Wow. Ei. Und zum Schluss das Endergebnis. Jetzt sag schon. Dann spitz die Ohren. Sieger des Plättfests ist... Meine Nerven, es ist so furchtbar spannend. Hat Team Futter überhaupt einen Punkt gemacht? Wir gewonnen! Und damit hätten wir einen wohlverdienten Sieg für Team Werkzeug. Oh, die haben uns mit ihrem Werkzeug ordentlich abgesägt. Und dabei hatte ich gerade bis eben noch richtig Spaß gehabt. Ich bin stolz auf Team Werkzeug. Wir waren schlau und haben uns zum Sieg gewerkelt. Hey, Team Futter hat zwar nicht gewonnen, aber wir haben uns durchgefuttert. Und Team Spaß war mit dabei und hat sich bestens amüsiert. Wuhu! Eigentlich wäre es schon nett, auf der Insel auch Nahrung und Unterhaltung zu haben. Ja, oder? Das war eine richtig schwere Entscheidung. Ja, bei 60% der Stimmen glaube ich nicht. Weil alles so wichtig ist. Ich habe eine Idee. Mantaro, was hast du vor? Lass uns auf einer einsamen Insel leben. Ich finde uns schon eine. Und da wir nach unseren Regeln spielen, können wir mitnehmen, was wir wollen. Dafür brauchen wir eigentlich uns nur uns drei und alles ist gut. Ich hab euch lieb. Seid mal nicht so schnulzig hier. Ihr könnt es wirklich verlassen. Aber gut, dass ihr mitkommen würdet. Okay. Ja, das war's. Ich will die Arena nicht sehen. Das war's, ihr Schurken. Und denkt dran, jetzt und heute macht Beute, Leute. Ich kann's nicht, nie werde ich's richtig aussprechen.
ultimative Werkzeugfan plus 4. Supermuscheln 24. Also ich glaube, ohne die plus 4 hätte ich auch 24 bekommen. Du hast dein Splatfest-Shirt und alle Tritonshörner zurückgegeben. Ja, die habe ich ja schon alle ausgegeben. Keine Sorge. Achso, das ist, glaube ich, ein It. We did it for you. Ja. Jawohl, Team Werkzeug. Ja, jetzt habe ich 24 von diesen Muscheln. Die maximale Anzahl, die man bekommen kann. Stopp, habe ich nicht recht? Das ist eine Supermuschel, die du hast? Du vielleicht, da könnte ich die vielleicht haben. Supermuscheln sammle ich nämlich. Kein Grund, also kein richtiger. Aber wusstest du, dass ich mit dem oberen Teil von Supermuscheln den Sternwert deiner Ausrüstung erhöhen kann? Falls du dein Ausrüstungsteil mit drei Zusatzeffekten haben willst, kann ich die Zusatzeffekte für dich zufällig neu auswürfeln. Das Aufwürfeln kostet dich nichts, damit klar ist, dass ich dein Partner bin und dich nicht ausnehme oder so. Und wenn ich mir dafür Supermuscheln, wenn du mir dafür Supermuscheln bringst, bin ich happy. Genau, wir können jetzt den Sternwert von Ausrüstung erhöhen. Wenn du Supermuscheln für mich hast, kann ich den Sternwert erhöhen. Je mehr Sterne, desto mehr Felder für Effekte und desto effektvoller dein Kampf. Und sind alle Felder voll, verdienst du zusätzliche Erfahrung für das Ausrüstungsteil. Wenn du irgendeinen Teil besonders gerne verwendest, dann würde ich an deiner Stelle dringend seinen Sternwert erhöhen. Lohnt sich, glaub mir. Je höher der Sternwert, desto mehr Supermuscheln sind nötig, klar? Perfektion hat eben ihren Preis. Gut, alles klar soweit, dann... Ich kann ohne Probleme den Wert erhöhen. Genau, ich kann jetzt zum Beispiel meinen Hut auf 3 Sterne machen. Gucken wir mal, wie teuer das wäre. Für 5 Supermuscheln. Und da oben seht ihr, die Erfahrung, die der Hut sammelt, steigt um 0,3%. Ich glaube, wenn man es halt auf 5 Sterne hat, dann kriegt man 1,1% mehr Erfahrung oder so. Dann leveln die Sachen ein bisschen schneller. Heißt, man kriegt schneller die Essenzen, oder wie sie sich nennen, damit man die Teile gezielt auf seinem Rüstungsteil ändern kann. Ja, weil ich kann ja hier Effekte hinzufügen. Und dann kann ich bei meinem Hut zum Beispiel sagen, ich will das Lauftempo austauschen. Da bräuchte ich 45 von diesen Fragmenten. Und die kriege ich halt jedes Mal, wenn das Rüstungsteil einmal volllevelt, kriege ich ein zufälliges. Dafür sind Supermuscheln gut. Ansonsten kann ich auch die Felder halt neu zufällig befüllen lassen. Dann kann ich halt diese drei, also nicht das Lauftempo ändern, sondern die drei Felder darunter kann ich zufällig neu auswürfeln lassen. Ja, aber was ich machen kann, ich kann die beiden Sachen mal erhöhen. Weil die habe ich ja gerade an und dann haben die ein Sternfeld mehr. Weil ich wüsste gar nicht, wie ich die sonst upgrade ohne die Supermuscheln. Und es kostet nur jeweils eine. Ja. Zack. Rang erhöht. Jetzt kann es noch ein extra Perk kriegen. Und zack. Rang erhöht. Genau, da habe ich 2 Muscheln schon mal ausgegeben. Die restlichen Muscheln hebe ich mir erstmal auf. Ist ja eine gute Belohnung. Aber jetzt kann meine Teile wenigstens voll leveln. Und das macht mich froh. Und bin fast auch sehr froh, dass mein Team gewonnen hat. Ach, richtig gute Entscheidung. Ich habe auch ja richtig viele Runden gewonnen. Und ich habe ein bisschen Angst davor, das Video zu schneiden. Let's go. Ja, ich glaube ansonsten, die ganzen Läden habe ich schon wieder ausgecheckt und leer gekauft. Heute. Direkt um 2 Uhr. Also da gibt es nichts Neues. Ja, genau. Da gab es diesen Wikingerhelm jetzt. Und sobald ich Richtung Level 30 komme, wird es halt nochmal coolere Kleidung geben und alles. Bin gespannt. Aber ja, liebe Leute, das war's mit der Splatfest-Folge, falls sie jemals online kommt. Ich habe da immer so ein Giga-Problem, wenn ich so viele Aufnahmen habe und es irgendwie zu was zusammenbasteln muss. Das ist nicht mein Talent auf jeden Fall. Aber wenn doch, hoffe ich, hattet ihr Spaß mit der Folge Splatoon 3 zum Splatfest. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Werkzeugmeister Zimbelmann.